Hallo, Konsumenten des Schwermetalls. Wir schauen uns heute mal ein Match im PZ-KPFW S35739 an. Das ist nicht mein Pornhub-Passwort, sondern das ist die vollständige Bezeichnung des S35-Panzers in World of Tanks. Der S35 ist ein Beutepanzer, ein Panzer-Peugeot der Franzosen, der irgendwie seinen Weg zu den Deutschen gefunden hat. Es handelt sich um einen Premium-Panzer der Stufe 3 und ich mag den sehr, sehr gerne. Ich fahre den S35 mit CPU-Lüfter, Bunny-Ears und Grünschnittabdeckung und bei den Skills mit Waffelbrüdern, Telepathie und Reparatur. Der S35 ist kein Rennpferd, das sieht hier nur so aus, weil ich das Video ein bisschen beschleunigt habe bis zum Beginn der richtigen Action. Am Anfang haben wir hier erstmal ein paar Schüsse getauscht. Ich stehe neben einem bewaffneten Sprinterkastenwagen in meiner bevorzugten Stellung. Man kann von hier sehr gut nach vorne wirken und auch die Leute, die zur Linken ankommen, oft mit Feuerwerk in die eigene Flanke beglücken. Heute kommt der Besuch aber von rechts überraschenderweise. Da schlich sich nämlich ein Marder 2 an. Ich habe dem erstmal einen Snapshot verpasst und dann habe ich beschlossen, den doch lieber mal abfangen zu gehen, bevor der in unserem Rücken ein Mardernest baut oder was solche Viecher halt so tun. Ich wusste aber, dass da irgendwo auch noch ein Panzer 3 rumgammelt. 3E, das E steht für einfach, und da ist der schon. Ich bin ja zu alt für dieses WASD-Rumgetwitsche und deswegen fechte ich meine Gefechte so aus, wie ihr es hier seht. Ich stelle mich ins Feld und tausche Kugeln. Das geht tatsächlich gegen den Panzer 3 auch gut. Der Marder, der da vorne noch ist, der ist eigentlich ein gutes Fahrzeug, aber wenn man ihn auf dem falschen Fuß erwischt, dann platzt er wie hier, wie ein Wasserballon voller Motoröl. Altmetall mal 2. Da ich jetzt schon auf der rechten Flanke eh unterwegs war, habe ich beschlossen, mal auf dem Campingplatz hinter dem Hügel nach dem rechten zu sehen. Ich hatte da nämlich noch einen M2 Medium erspäht und ich dachte, dem sage ich mal guten Tag. Guten Tag. Ja, ihr dachtet, das war schon cool? Nee, jetzt ging es erst richtig los. Genau. Da standen nämlich tatsächlich zwei Sniper oben rum und kuschelten da und erwischten mich komplett kalt. Aufmerksame Beobachter werden feststellen, ich habe noch einen Hitpoint. Intern wahrscheinlich sogar aufgerundet. Oh shit. Und hier passiert das Wunder, der RNG mag mich ausnahmsweise mal. Und deswegen geht da tatsächlich Kill Nummer 4 und direkt gefolgt von Kill Nummer 5. Ich konnte selber kaum glauben. Ich stelle mir das so vor, in einem Panzer mit nur noch einem Hitpoint, dass wirklich alles kaputt gegangen ist, außer vielleicht die Sitzheizung des Beifahrers. Also ich hatte nicht mehr viel Hoffnung, dass hier noch was geht, aber da war noch ein Panzer 1C. Und der einzige Weg, wie da noch was geht, ist, wenn er mich nicht sieht. Aber ich glaube, der hat tatsächlich die Augen so auf dem Navi gehabt, der hat mich nicht gesehen. Und das war Nummer 6 und die Kriegermedaille. Hurra! Ich spoilere das Ende direkt vorweg. Ich habe den letzten, den siebten, leider nicht mehr bekommen. Ich habe es probiert, ich bin fast hier noch den Hügel runtergefallen und verunfallt mit meinem verbleibenden Hitpoint, aber es ist dann bei den 6 Kills geblieben. So, nachdem ihr jetzt gesehen habt, was der Panzer S35 in einem guten Match leisten kann mit ein bisschen Hilfe vom RNG, kauft ihn bitte bloß nicht, weil dann bleibt mehr für mich. Zark over und out.